Und damit recht herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier bei Nordrhein TV Play mit mir, dem Zingis. Ja, das Wetter ist schön soweit und woanders ist vielleicht das Wetter auch noch schöner. Also kann man sich gerade in der Urlaubssaison natürlich mal überlegen, ob man nicht doch irgendwo hinfliegen möchte. Das tut dem ökologischen Fußabdruck natürlich in der Realität nicht so gut. Wir auf dem Kanal machen das jetzt in diesem Fall natürlich virtuell. Und zwar fliegen wir in X-Plane 11 mit dieser 737-800 von Weeze am Niederrhein bis nach Pisa in Italien. Meine Wenigkeit, also der Zingis, wird an dieser Stelle in die Rolle des Flugkapitäns schlüpfen und euch hoffentlich einen wunderschönen Flug servieren und diesen wunderschönen Flug hoffentlich auch mit einer wunderschönen Landung beenden. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like da und kommentiert, wenn ihr wollt. Ruhig kritisch, vielleicht lernt man ja noch was dazu. Und unsere Reise beginnt jetzt hier in Weeze auf dem Rollfeld bzw. auf dem ehemaligen Militärflugzeugabstellplatz. Ich weiß jetzt nicht den Fachterminus dazu, aber unsere Maschine steht hier auf jeden Fall noch cold and dark, wie der Fachmann jetzt sagen würde. Das heißt, wir müssen sie noch komplett starten. Ich denke, das werde ich zeitlich ziemlich zusammenstraffen, weil das wird jetzt nicht jeden interessieren. Aber trotzdem nutzen wir die Chance mal, in die Maschine reinzuklettern, weil das ist jetzt nicht die Standard 737, die mit bei X-Plane dabei ist, sondern das ist die Zibo-Modifikation. Ja, jetzt hören wir im Hintergrund auch einen Staubsauger. Keine Sorge, das ist nicht bei mir im Zimmer. Also ich würde zwar gerne jemanden haben, der jetzt mein Zimmer putzt. Habe ich nicht, muss ich selber machen. Aber das ist zum Beispiel ein Feature von der Zibo-Modifikation. Und zwar haben wir hier dieses wunderschöne Tablet und können hier zum Beispiel der Service-Crew sagen, dass sie jetzt mucksmäuschenstill sein soll, weil ich mich jetzt konzentrieren muss. Weil ich werde jetzt damit beginnen, hier mal das Flugzeug vorzubereiten. Ja, aber Zibo-Mod ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema, auf das ich später während des Fluges nochmal ein bisschen eingehen kann, weil es ist wirklich doch schon wesentlich umfangreicher als die Standard 737 und wohlgemerkt trotzdem kostenfrei. Also das ist ein wunderschöner, ja, eigentlich eine wunderschöne Möglichkeit, gerade wenn man jetzt vielleicht noch ein bisschen, ja, jünger ist, auch in der Flugsimulatorenwelt, dann, ja, ist es einfach eine gute Möglichkeit, schon mal so einen gewissen Realitätsstandard zu erreichen, ohne jetzt viel Geld zu investieren. Ja, auf jeden Fall eine interessante Sache. Ich würde jetzt sagen, ich ziehe mich jetzt quasi ein bisschen zurück. Mal gucken, wie ich das Ganze hier verwurste. Wahrscheinlich werdet ihr jetzt im Zeitraffer ein paar Sachen hier sehen. Und dann melde ich mich später wieder voll und ganz zurück, wenn die Kiste läuft. Bis später. So, ja, die Kiste läuft jetzt soweit, zumindest die elektronischen Komponenten und ich weiß nicht, ob man es jetzt im Zeitraffer gesehen hat, also man kann hier schon echt viel rumbasteln, sage ich mal, oder rumklicken, rumdrehen, also es ist eine echte Freude, also auch gerade vom Autopiloten her, also ich muss jetzt sagen, ich bin jetzt gar nicht so tief drin in der Materie, aber es ist schon sehr bemerkenswert, was man da doch alles einstellen kann, weil das ist... Hier mit dem Autopiloten können wir alles Mögliche einstellen und angeben, wie wir steigen wollen. Ja, für die einen mag es jetzt sehr basichaft klingen, aber es ist einfach schon sehr beachtlich, was man dann doch alles machen kann, während manch andere Versionen, gerade die Basic-Versionen, sag ich mal, in X-Plane, das eben überhaupt nicht so tiefgründig unterstützen. Auch hier oben, das Panel ist quasi fast komplett bedienbar. Und das ist schon eine Freude und bockt halt echt sehr.
So. Jetzt machen wir mal ganz kurz. Achso, das war nur der Test für die Bedienelemente, beziehungsweise für die Lampen. Auch sehr interessant. Genau, weil wir machen nämlich einfach auch nochmal alles an, was wir anmachen können bezüglich der Enteisung. Einfach die ganzen Hitzefelder, sag ich mal, an. Und dann können wir jetzt eigentlich schon langsam mal die Triebwerke starten, weil die laufen nämlich tatsächlich noch nicht. Genau, ihr seht, ich habe hier schon die Route eingegeben. Ist jetzt vielleicht ein bisschen gefudelt, weil der hat jetzt nicht irgendwie alles gefunden, so wie ich es mir vorgestellt habe. Aber wir können mal ganz kurz hier die Ansicht wechseln und mal kurz die Route abklappern, weil so können wir nämlich mal kurz gucken, ob das denn alles so passt. So, genau, hier fliegen wir jetzt so eine komische Kurve. Ah, hätten wir vielleicht eine andere... Egal, passt. So, und dann fliegen wir einfach schön runter und sind dann quasi schon in Pisa. Den Anflug habe ich jetzt noch nicht geplant. Das machen wir, wenn wir irgendwann in der Luft sind und ja, vielleicht schon mal dann Wetterdaten langsam bekommen können. Und dann schauen wir an, wie wir landen, weil das ist ja in Pisa recht interessant. Aber dazu auch gleich später mehr. So, jetzt will ich mal sagen, machen wir mal langsam hier alles fit. Dafür, dass wir hier gleich auch mal starten können. Weil das wollen wir natürlich letztlich. So. Jetzt müssten wir nämlich hier Luft Richtung Triebwerke leiten können. Und diese dann auch damit starten können. Schauen wir, ob es klappt. So, jetzt müsste es klappen. Aha. Ein wunderschöner Basston wummert da in meinen Kopfhörern. Es ist ein Fest. So, jetzt sehen wir mich. Triebwerk links läuft an. Ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Und zwar, so wollte ich es haben. Und zwar eigentlich hier diese Position Lights, die sollte man eigentlich einschalten, damit die Bodencrew auch weiß. Hör mal, der startet gleich seine Triebwerke. Achtung, Obacht geboten. So, jetzt haben wir, genau, 31%. Das heißt, wir können jetzt den Treibstoff hinzufügen. Und der Rest ist ein Selbstläufer, weil jetzt läuft das Triebwerk. So, wunderbar. Ja, genau, jetzt können wir noch hier ganz kurz was einstellen, was ich... Einmal können wir hier gleich mal auf die 7000 gehen. Ich glaube, das ist der richtige Squawk-Code für VFA. Nee, VFA fliegen wir ja gar nicht. Egal, wir haben sowieso hier keine anderen Flieger in der Luft, glaube ich, wenn alles geklappt hat. Also sollte uns das jetzt nicht so wirklich stören. So, jetzt machen wir noch das rechte an. Also der Sound ist da auch schon an dieser Stelle echt nett. Also ich höre jetzt gerade echt rechts sehr viel Bass auf den Kopfhörern. Ich weiß nicht, wie das jetzt im Video rüberkommt. So. Schmeißen wir die Kiste an. Können wir hier APU Bleed wieder ausstellen. Und können hier den Lüfter einstellen, damit... wir dann eben auch Druck in der Kabine haben. Und da an dieser Stelle ganz wichtig, da ist er rausgeplöppt. Also die Kiste läuft jetzt auch. Jawohl. So, beide haben sich jetzt soweit abgeglichen, auch von der Leistung her. Sehr schön. So wollen wir das doch haben. Hier muss man übrigens seine Höhe eingeben, weil das ist recht wichtig. Weil wenn wir jetzt gleich auf 25.000 Fuß steigen werden, dann ist der Druck natürlich etwas unvorteilhaft. Und ja, dementsprechend wird unserem Piloten, wenn wir hier keinen Druck in der Kabine haben, langsam schummrig. Also ich habe mich auch gefragt, was soll das? Irgendwann ging Warnton an und dann wurde auch tatsächlich mein Piloten hier, meinen virtuellen Piloten, schwarz vor Augen. Und ja, das hängt einfach damit zusammen, dass die Kabine nicht richtig unter Druck stand. Und das kann echt fatale Auswirkungen haben. Da muss man echt drauf achten.
So, jetzt habe ich hier schon das Nose Wheel eingestellt, so dass wir auch hier recht gut uns bewegen können, weil normalerweise ist das Nose Wheel in so einer Flugeinstellung und damit können wir jetzt nicht so viel anfangen, weil wir dann echt schlecht drehen können hier, gerade jetzt so bei so, genau, wir müssen es jetzt auch sehen, genau, jetzt geht das schön left, right hier, mit diesem Rad können wir vorne das Nose Wheel auch steuern. Und wenn wir es zum Beispiel jetzt mal auf On stellen, beziehungsweise, ja genau, das ist die eigentliche Einstellung, dann sehen wir, genau da hinten machen wir nur das Ruder mit. Und jetzt haben wir eben auch noch vorne das Nasenrädchen mit, sage ich mal. So, bestätigen wir das mal, weil eigentlich haben wir jetzt alles soweit durch. Route ist drin, wir können jetzt mal langsam zur Startbahn rollen. Machen wir die Taxi Lights on. Ja, beziehungsweise Runway Lights und Taxi Lights on. Logo brauchen wir jetzt nicht beleuchten. Anti-Collision Lights, Swing, Wheel, machen wir alles an, was geht. Und rollen dann mal ganz langsam. Na, da hat es gerade kurz gepinkt. Ah, okay. Kabine ist also gesichert. Jetzt machen wir noch hier natürlich die Seatbelts, also die Seatbelt Lights on. Dass die Leute dahin auch wissen, jetzt wird's ernst, Freunde. Ich weiß, wir stehen hier jetzt nicht am Flug, am Terminal, aber ist vielleicht auch sicherer für alle Beteiligten, weil jetzt geht es nämlich los. Jetzt werden wir uns gleich mal bewegen, lösen wir die Parkbremse und dann wird's ernst, weil jetzt rollen wir Richtung Runway. So, und schon geht's los. Kommt nichts, von rechts auch nicht. Wascht. Können wir also ganz entspannt durchrollen. Fahrwerk auch unten einrasten. Ist mir gerade mal aufgefallen, da war was Rotes, also das ist schon echt gut. Genau. Ja, also da sieht man mal, so ganz versiert bin ich dann eben auch noch nicht. Jetzt lief zum Beispiel gerade noch die APU, die brauchte ich jetzt natürlich gar nicht mehr. Die war komplett überflüssig. Aber ich hatte sie halt noch laufen. Genauso wie die Fuel Pumps übrigens. Also wir hatten jetzt eine laufen, aber dann würde der halt mir den einen Tank leer saugen im schlimmsten Fall. Und dann müsste ich nochmal gucken, wie ich das jetzt da eigentlich geregelt bekomme, dass ich den Treibstoff von einem Tank in den nächsten pumpen kann. Weil im schlimmsten Fall ist nämlich dann irgendwann unser Schwerpunkt vom Flugzeug so versetzt, dass ich einfach hier nicht mehr vernünftig fliegen kann. Und das wäre natürlich fatal für den gesamten Flugverlauf. Deswegen möchte ich das natürlich tunlichst vermeiden, dass wir hier eine Verlagerung vom Schwerpunkt haben. So, und jetzt drehen wir gleich ein auf die Runway 27 hier in Weeze. Ah, da geht die Framerate tatsächlich gerade ein bisschen in die Knie. Interessant. So, bleiben wir noch mal kurz stehen, weil jetzt stellen wir noch mal kurz ein paar Sachen ein. Den stellen wir auf 25.000 Fuß. Der wird gleich im Optimalfall auch automatisch die Höhenangaben mitziehen, die wir hier reingegeben haben, beziehungsweise die der automatisch errechnet hat.
Und ja, Rest wird sich dann eigentlich auch ziemlich schnell zeigen, ob das alles klappt oder nicht. Ich bin jetzt gespannt, weil, wie schon gesagt, jetzt wird's ernst. Und ich würde sagen, stellen wir das noch um, weil die Ansicht ist wesentlich besser. Und dann wird es tatsächlich ernst. Na, danke Windows, danke, geh jetzt weg. Weg da, weg da. So. Genau, den können wir noch nicht einstellen. Ja, ja, ist ja gut. Autopilot werden wir uns gleich drum kümmern. Und dann würde ich sagen, auf geht's. Lassen wir die Triebwerke langsam anlaufen. Und Abfahrt. So, und schon sind wir in der Luft. 400. Stabilisieren wir den Flug mal kurz. Warum geht er jetzt da runter? Will ich doch gar nicht. So. Und jetzt müssten wir eigentlich soweit ready sein. Weil jetzt sollte der eigentlich ziemlich genau das machen, was er soll. Ich bin jetzt mal gespannt. Wir können jetzt mal die Flaps auch hoch tun. Und dann schauen wir mal, wie er sich so schlägt. Genau, jetzt können wir hier sehen, was wir wann wo machen sollen. LV202, 250, Flight Level 99. Ja, okay, Flight Level 1. Nee, Flight Level 099. Okay, das werden wir jetzt nicht erreichen. Unser Speed werden wir auch nicht erreichen. Aber zumindest sind wir schon mal gut unterwegs. Weil er hält seinen Kurs. Er hält auch die Höhe bzw. steigt stetig. Und somit würde ich sagen, haben wir bis hierhin schon mal alles richtig gemacht. Es war sogar tatsächlich mal ein einigermaßen schöner Start. Da habe ich schon wesentlich Schlimmeres gesehen, bzw. auch selber durchgeführt. Also von daher, ja, Start hat schon mal geklappt. Allerdings mit Vorsicht zu genießen natürlich, weil die Landung ist natürlich das alles Entscheidende. Ich meine, bringt alles nichts, ne? Das ist wie bei Studenten, wenn sie im letzten Semester verkacken und durch einen Drittversuch fallen. Naja, fällt mir nur gerade ein, weil das kenne ich von jemandem. Also nicht, dass er durchgefallen ist, hoffentlich nicht. Aber es gibt da so Sachen, was man durchaus mit einer abgestürzten Flugzeuglandung vergleichen kann. Nein, auf keinen Fall. Weil da gehen keine Menschenleben zugrunde. Aber, naja. Unglücklicher Vergleich.
Nein, aber Fliegerei ist auf jeden Fall echt immer wieder was Faszinierendes und ich bin immer wieder fasziniert, dass es so zuverlässig klappt, wie es halt zuverlässig klappt. Und und die Technik dahinter ist bombastisch, gigantisch. Also das muss man echt sagen. Dass das alles hier so zusammenspielt und funktioniert und tut und macht, das ist immer wieder aufs Neue sehr, sehr erstaunlich. Und eigentlich finde ich irgendwo auch unbegreiflich. So. Jetzt passt da gerade schon die Steigrate an, sehe ich. Wir erreichen gerade auch unsere gewünschte Geschwindigkeit, nämlich die 276. War das aus? Das habe ich angemacht. So. Jetzt sind wir jedenfalls in der Luft. Und ich sehe gerade einen Sicherheitsvorfall. Diese Tür muss natürlich zu sein, aber wir nutzen die Chance mal, um uns hier mal ein bisschen... Warum kann ich denn jetzt nicht nach vorne gehen? Ah. Um uns mal ein bisschen das Flugzeug anzuschauen. Wir sehen gerade... Was macht er? Mist, von hier aus sehe ich nicht die Linien. Ach so, nee, der fliegt jetzt da seine Kurve. Wir können mal kurz rauszoomen, dann sehen wir, was der gerade versucht. Wir müssen übrigens mal das Altimeter auf Standard stellen, damit wir auch die richtigen Höhenangaben hier haben. Genau, der fliegt nämlich hier gerade diese komische Schleife, weil der Punkt Erkum ist halt ein bisschen außerhalb gewesen. So, ja, das ist auf jeden Fall unser Flugzeug von innen. Wunderschön, hier gibt es eine Coke und andere Getränke. Hier ganz wichtig natürlich Kaffeeautomat. Türe sollten wir jetzt natürlich tunlichst nicht öffnen. Ja, und ansonsten halt 737. Also ich finde, es hat immer was von einem Bus. So, jetzt machen wir die Tür aber mal zu. Ich habe mich schon gefragt, warum ist das so laut alles? Weil dann hört man nämlich auch die ganzen Sachen im hinteren Bereich des Flugzeuges nicht mehr ganz so laut. Ja, und jetzt steigen wir so fröhlich vor uns hin. Und ich würde sagen, da alles bis hierhin geklappt hat, ist ja fast schon langweilig, lassen wir den Flieger einfach fliegen. Und wir sehen uns dann im Landeanflug auf, beziehungsweise, ja, nach Pisa. Vor Pisa, kurz vor Pisa, wenn wir langsam runtergehen. Wird ein bisschen dauern, wir können mal gucken, kurz gucken, wann das ungefähr sein wird. Route Data. Next Page. Ja, da war es schon. 7.12 Uhr. Ah, das kann nicht sein. Zulu. Moment mal. Ich glaube, wir können da noch eine Stunde drauf rechnen. Das heißt, wir werden jetzt eine gute Stunde, also unterwegs sein. 6.58 Uhr. Irgendwie ist das mit der Uhrzeit komisch. Weil das ist direkt vor Pisa. Also wenn der Flug so kurz dauert, dann sind wir mit der Concorde unterwegs. Und auch da wird es schwierig. Ah, ich habe übrigens das beste Feature noch gar nicht erwähnt. Was heißt das beste? Aber eines der... interessanten, wenn ich es jetzt gerade runterkriege. Na, willst du wohl? Bisschen schwerfällig. Wir haben nämlich ein Head-Up-Display. Super Sache. Ja, den kann man hier übrigens auch auswählen. Man kann sich nämlich hier sein Flugzeug ja so ein bisschen individualisieren. Und das sieht man auch ganz schön, wenn man außen mal kurz guckt. Schauen wir uns das Ganze mal von außen an. Komm. Umkreisung. Ah, ist laut.
Hier haben wir nämlich einmal hier oben so eine Empfangsschüssel, glaube ich, für Internet und sonstige Sachen. Die habe ich nämlich auch noch extra zusätzlich hinzugefügt. Und dann haben wir hier noch die Winglets gesplittet. Das heißt, wir haben nicht hier ein Winglet, sondern ein gesplittetes Winglet. Auch sehr interessant. Ansonsten kann man sogar noch hier einiges anderes einstellen, zum Beispiel die Beleuchtung. Apropos Beleuchtung. Wir sind ja schon über 10.000 Fuß, ja schon weit über 10.000 Fuß. Können wir den ganzen Quatsch mal machen, ausmachen. Ja, Taxi Lights hätten wir sowieso schon ausmachen sollen. Und dann machen wir nämlich alles außer Kollisionslicht und Strobe lassen wir auch an. So. Das ist mega. Wow. So, und jetzt würde ich sagen, schauen wir, dass wir weiterhin einen guten, angenehmen Flug hier haben. Sehr nice. So, und dann können wir nämlich mal kurz eine Durchsage machen. Ich habe jetzt die Willkommensdurchsage vergessen. Naja, egal, ich habe euch ja begrüßt. Jetzt können wir nicht sagen. Den Captain hört man jetzt leider nicht ganz so laut, ganz so gut, weil die Tür wieder zu ist. Aber da hinten sagt jetzt auf jeden Fall einer etwas frei nach dem Motto, wir haben jetzt unsere Reiseflughöhe erreicht. Die haben wir nämlich mit 25.000 Fuß jetzt erreicht. Wir sind jetzt nicht besonders hoch, wir hätten eigentlich viel höher fliegen können und dann nämlich langsam runterfliegen können. Das wäre nämlich schöner für den Spritverbrauch gewesen. Aber egal. Da hinten sehen wir jetzt, glaube ich, den Rhein. Das könnte sogar Duisburg oder so sein. Können wir auch mal kurz schauen, weil wir haben ja hier so tolle Sachen wie eine Map. Das ist nämlich auch eine tolle Sache. Dann sehen wir nämlich Brüggen. Roermond. Viersen. Ah, das kommt mir alles erschreckend bekannt vor. Mönchengladbach, Krefeld. Krefeld. Ja, dann... Ja, suchen wir noch einen raus, weil wir gucken ja gerade quasi in die Richtung, dann könnte das da sehr gut... Ja, das wird Düsseldorf oder vielleicht sogar noch Duisburg sein, aber... Toll. Schön. Ja, und so fliegen wir und so fliegen wir. Sehr schön. Okay, also, ich würde mal sagen, wir schauen mal, wie es weitergeht. Und bis dahin. Tschüss. We'll be right back.